Wir haben wieder einige Schulfüllhalter hier und einen jungen Mann, der sie heute testen will. Mit welchem willst du anfangen? Genau, nimm den von Faber-Castell. Okay, wir machen das Bild frei. Ist alles scharf gestellt. So, und? Genau, lege ich ihn nochmal so ins Bild. Genau, ja, perfekt. So, das ist also der Füllhalter von Faber-Castell für Schule. Probier ihn mal aus. Welches Wort willst du schreiben? Essen. Ja, perfekt. Da kriegen wir richtig ein bisschen Appetit auf Füllhalter. Ja, genau. Lass ihn nochmal, zeige ihn uns nochmal. Wie liegt er in der Hand? Gut. Genau. Und wofür sind diese Löcher da? Erklärst du das mal schnell? Damit man schauen kann, ob die Tinte leer ist. Genau. Und? Kann ich auch ein bisschen Füllhalter-Test machen. Ja, gleich kommt auch noch eine junge Dame, die Füllhalter testen wird. Und wir sehen, wofür ist das hier da? Damit der Füller nicht runterrollt. Genau. Und die Kappe kann auch nicht runterrollen, ne? Hm. Ja? Okay, also du konntest sehr gut mit dem schreiben, ne? Ja. Für Linkshänder gibt es hier sogar den gleichen, den testen wir jetzt aber nicht, der ist ja dann für Linkshänder gedacht. Da ist der Griff hier ein ganz klein bisschen anders, siehst du? Siehst du, dass er ein bisschen anders in der Hand liegt? Jetzt nimm mal den für Rechtshänder. Siehst du das? Welcher passt sich der Hand besser an? Der graue. Genau. Okay, dann bauen sie mal wieder zusammen. Genau, der kommt dahin. Und die junge Dame hier, die sucht den nächsten Füllhalter aus. Welcher soll als nächster getestet werden? Die packen wir mal hier. So, welchen? Sag uns mal. Die Maus. Jetzt haben wir, sehe ich ihn mal ins Bild, das ist ein Schulfüller von Schneider und wir gucken mal, hoffentlich ist eine Patrone drin, probieren mal, ob er schreibt, sonst haben wir den gleichen hier nochmal in grün. So, schreib genau daneben. So, genau. Eigentlich ganz gut. So, schreibt er auch gut? Ja. Genau, da haben wir Glück. Dieser kostet nur 4 Euro, der andere kostet ungefähr 16, siehst du? Das war der Schulfüller von Schneider. Und unsere junge Dame guckt, welchen sie als nächsten nehmen will. Ja, entscheide dich. Gut. Genau, dann nehmen wir mal diese hier. So, da haben wir 3 mal den gleichen und jetzt mach sie mal auf, alle. Da sind 2 Linkshändermodelle dabei, bei diesen kann man es nicht von außen sehen. Hier muss man es erstmal aufmachen und dann steht hier auf dem schwarzen steht einmal eine R oder ein L. L? L ist für? Links. Genau, was steht auf dem drauf? Ein R. R. Genau, das ist jetzt also der Schulfüller von Städler. Und du siehst, was haben die hier gemacht, damit er nicht vom Tisch rollt? Zeigst du das mal? Ein Dreieck. Genau. Rollt er? Nein. Siehst du? Okay, probier ihn mal aus. Wie liegt er in der Hand? Gut. Ja, schreib da drunter, genau. Ja, perfekt. Genau, zeichnen wir uns nochmal. Der ist dunkler. Genau, aber das liegt ja daran, dass eine andere Tinte drin ist. Wie kann man jetzt bei diesem sehen, ob die Tinte noch voll ist? Weil hier ein Loch ist. Genau, ein kleines Fenster, ne? Und die Kappe, rollt die vom Tisch? Nein. Okay, ja. Weil sie eckig ist. Ja, okay, wir machen den. Jetzt kommt der nächste Schulfüller von Mappete. Der ist mit einer Kuh.
Ja. So, das ist das kleine Modell, da passt nur eine Patrone rein. Probier mal, wie der schreibt. Liegt er gut in der Hand? Mhm. Ja. Schreibt auch schon ganz gut. Ja? Ein bisschen hellblau. Genau, genau, wir haben jetzt nicht in allen die gleiche Patrone drin. Jetzt probieren wir den anderen aus. Genau, liegt ihn daneben, siehst du es? Du siehst, der einzige Unterschied ist der. So. Da? Ja. Und? Schreibt eben nicht, oder nicht? Ja? Sind gleich, nur dass hier mehr Tinte reinpasst. Genau. Drehen mal auf, damit wir sehen. Dreh den Füller mal auf. Sehen wir, hinten ist noch eine Ersatzpatrone drin. Mhm. Genau, das hier mal raus. So, wir sehen also, bei dem ist hinten noch eine Ersatzpatrone drin. Bei dem anderen ziehen. Da drehen auch. Ne, da. Genau. Da passt nur die eine einzige rein, ne? So. Und? Was sagst du dazu? Die gut. Gut? Und liegt auch gut in der Hand? Mhm. Genau, dann bauen sie mal wieder zusammen. Jetzt sehen wir auch, wie es geht. Der Nachteil ist natürlich der, hier hat man kein Tintenfenster. Aber sie liegen ganz gut in der Hand. So. Und? Wo ist der? Genau. Und? Der nächste ist der. Oh, jetzt kommt einer. Da muss uns jetzt erstmal. Das ist der Schulfüller von Big. Und zeige uns mal, wie die Patrone da reingetan wird. Genau. Die wird hier genau so reingeschoben. Ne? Genau. Nicht so dicht, sonst ist es unscharf. So. Genau. Und jetzt schreibt man mit dem. Lass uns kurz wieder in der Hand liegen. Ja? Gut. Ja? Kannst du gut mit dem schreiben? Ja. Okay. Eigentlich bislang mit allen Füllern ging das ganz gut, ne? Okay, die junge Dame sucht den nächsten Füllhalter aus. Der. Ah ja. Jetzt kommt einer von Pelikan, lege ich mal hier ins Bild. So, der heißt Griffix von Pelikan. Und wir wollen mal gucken, wie du mit dem zurechtkommst. So, oder so? So, genau, ne? Siehst du? So. Hier haben wir zwar ein Tintensichtfenster, aber im Moment ist die Patrone, die drin ist, bunt, insofern mit ne? Nicht durchsichtig, ne? Liegt er gut in der Hand? Ja. Konntest du gut mitschreiben, oder? Mhm. Genau. Jetzt suchen wir den nächsten aus. Genau. Das ist jetzt ein Kalligraphiefüller. Bei dem kommt es jetzt auch darauf an, dass du ihn im richtigen Winkel hältst. Machst du ihn mal auf. So, du siehst, die Feder hat vorne keine Kugel, sondern läuft. Ist vorne gerade. Und jetzt probieren wir, ob du damit schreiben kannst. Merkst du den Unterschied? Der ist schwer. Genau. Siehst du es? Der ist schon für etwas größere Kinder. Aber du kamst trotzdem mit zurecht, ne? Ja. Ja? Okay. Dann lege ich ihn ins Bild.
Das ist jetzt wieder ein Schulfüller von Schneider. Davon hatten wir ja schon zwei Füller. Probier mal, wie der jetzt schreibt. Liegt der gut in der Hand? So. Probier mal zu schreiben. Wie kommst du mit dem zurecht? Gut. Ja? Und wie liegt der in der Hand? Gut. Rollt er vom Tisch? Probier mal. Ne, ohne Kappe. Du weißt ja die meisten. Nee. Und? Hat er ein Tintensichtfenster? Ja. Ja, genau. Und jede Firma hat eine andere Idee. Wir nehmen mal diesen anderen von Schneider jetzt hier. Siehst du, da haben die es am besten gelöst, oder? Was sagst du dazu? Ja. Halt es mal hier hin. Der ganze Füller ist? Durchsichtig. Genau, perfekt. So, wie liegt deine Hand? Gut? Gut. Ja? Perfekt, dann lege ich nochmal ins Bild. Rollt er vom Tisch? Nein. Und die Kappe? Auch nicht. Ja, so, das war also der. Auch noch ein Schulfüller von Schneider. So, jetzt machen wir mal ein kleines Experiment. Nimm mal den Federhalter. Hier kommt das Tintenfass. Und jetzt... Ist die dann flüssig auf dem Blatt? Genau, jetzt tauch in die Tinte ein. Ganz? Ja, wir tun mal so, als wenn wir in der Schule sind vor 50, 60 oder auch vor 100 Jahren. Ja, tauch mal so ein, dass wir es hier von der Seite sehen können. Genau, du tauchst jetzt also so ins Tintenfass ein und streibst den Rest von der Tinte ab. Und jetzt schreib mal mit dieser Feder. Das ist die Brause. Da muss ich richtig aufsetzen, so. Jetzt probier mal, ob du damit... Ja, wie geht das mit der? Etwas schwerer. Ja, ist es? Wie findest du das, wie die Kinder das früher gemacht haben? Etwas schwer. Genau. Aber siehst du, deswegen war das in der Schule, waren in den Bänken früher immer kleine Ausbuchtungen drin, wo die Tintenfässer reingestellt werden konnten, damit sie nicht sofort vom Tisch fielen. Ne? Mhm. Probier mal, ob du das Wort nochmal schreiben kannst, ob noch genug Tinte dran ist. Du brauchst nicht nochmal eintauchen. So ein, zwei Worte kann man immer schreiben. Das ist, wie gesagt, der Anfang der Schule. Siehst du wirklich mal, als wenn du vor 100 Jahren in der Schule wärst. Siehst du es? Siehst du? Mhm. Was sagst du dazu? Der ist gut. Ja, aber du siehst, Duncan Waterman, der den Füllhalter erfunden hat, benutzen wir heute natürlich alle Füllhalter. So, da kommt jetzt noch einer vom Pelikan. Was ist das Besondere an dem? Der ist ganz durchsichtig und hat hier eine kleine Einbuchtung, wo man reinfassen kann hier. Genau, ja, den gibt es auch in farbig und dann braucht man natürlich das Tintenfenster, um durchgucken zu können. Ne? Aber dieses Modell jetzt hier ist durchsichtig. Schreibt genau da drunter, genau, dann sind wir noch gut im Bild. So. Was sage ich nochmal? Lege ich nochmal ins Bild hier. Wie fandst du den? Gut. Ja? Liegt auch gut in der Hand? Ja. Und er rollt nicht vom Tisch, weil er auf der einen Seite immer schwerer ist. Genau. Okay, dann kommt jetzt hier noch ein ganz bekannter Schulfüller. Das ist der, was steht drauf? Da steht der Name. Lamy. Lamy, genau. Das ist also auch eine Firma, die sehr viele Schulfüller herstellt. Probier ihn mal aus, wie du damit zurechtkommst. Gut.
Ja, leg ihn nochmal ins Bild. Siehst du, der ist, rollt auch nicht vom Tisch, die Kappe auch nicht. Das Einzige, was fehlt, ist ein Tintenfenster, siehst du? Hm. Oder entdeckst du eins? Nein. So. Haben wir denn jetzt hier noch was Schönes im Angebot? Genau, davon haben wir zwei. Wir müssen mal gucken, welcher. Genau. Das ist jetzt der Schulfüller von Rotring. Was sagst du dazu? Der liegt gut in der Hand, weil er hier den Daumen und den Finger stoppt, dass er nicht hier rauf kann. Perfekt, ja, siehst du. Und wie kannst du damit schreiben? Gut. So, schraub ihn mal auf, denn siehst du, was sich die Ingenieure von Rotring noch haben einfallen lassen. Ja, drehen wir auf. Siehst du, so wie man ihn aufdreht, wird mit diesem kleinen Mechanismus hier die Patronen ein Stück rausgeschoben, siehst du, damit man sie leichter auswechseln kann. Siehst du es? Mhm. Ist es hier? Wenn man sie rein, siehst du? So. Genau, so wird sie beim Rausdrehen von der Kappe rausgezogen. Ne? Ja, halt das mal hier hin. So. Ja, genau, bauen wir wieder zusammen. Rollt er vom Tisch? Weswegen rollt er nicht vom Tisch? Weil er hier eine Einbuchtung hat. Ja. So, und die Kappe? Rollt die vom Tisch? Ja, hier. So. Nein, weil sie hier eckig ist. Hm? So. Und eckige Sachen können nicht rollen. Perfekt. Wer glaubt das? Keiner. So. Was haben wir noch Schönes? Das ist der. Wieder ein Füller von Pelikan. Den kann man gar nicht so erst als. Ne, das ist der Twist von Pelikan. Man kann es gar nicht erkennen, dass es ein Füller ist, aber. Jetzt sehen wir es. Okay.